So, herzlich willkommen zurück. Ich klemme mal ganz kurz hier nochmal vorne eine Batterie. Dann trenne ich jetzt mal hier kurz die Anlage und schließe einfach nur die Batterie hier mal kurz an. Ach ja, ich brauche auch noch diese komischen Schaltkasten. Direkt keinen Bock mehr. Ja. Selbst diese kleine abgeschottete Anlage funktioniert nicht. Wenn ich mal auf 10.000 runtergehe. Also auf 1.000 mache ich doch. Nö. 100. Erschreckend wenig. Ja gut, dann könnt ihr euch doch mal in den Kommentaren auskotzen, ob ihr da wisst, warum das nicht funktioniert. Wir werden halt einfach weiterhin mit der Solaranlage arbeiten. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, die LV-Anlage, die müsst ihr an sich auch Strom haben durch die Wassergeneratoren. Die speist aber nichts zurück, weil das Ding hier halt jetzt so rum eingeschlossen ist, dass die MV-Anlage die LV-Anlage speist und nicht andersrum. Wobei, nee, ist jetzt gerade nicht. Hä? Moment hier mal. So ist doch falsch rum. So wie es jetzt gerade verbunden ist, müsste jetzt die LV-Anlage die MV-Anlage speisen. Und die LV-Anlage, die müsste ja Strom durch die Generatoren bekommen. Hier durch die Wassergeneratoren. Das ist ja alles LV-Technik. Ja, genau, 720 EU. Aber auch die, also diese Transformatoren, die scheinen überhaupt nicht zu funktionieren. Das heißt, eigentlich müsste es hier doch andersrum sein. Dann mache ich das. Weil eben, hier soll es eigentlich so rum sein, dass die, halt, schon wieder falsch rum. Dass die MV-Anlage die LV-Anlage speist. Also so sollte es ja dann eigentlich sein. Genau, MV zu LV. Wie gesagt, ich schätze mal, diese Transformatoren, die funktionieren überhaupt nicht. Warum auch immer. Wenn da jemand was weiß, dann einfach mal in die Kommentare klatschen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob wir noch die Solaranlagen ein bisschen weiter ausgebaut bekommen. Denn diese sind ja. Ach, was soll da rein? Oh, jetzt haben wir eine geladene Batterie drin. Danke. So. Genau. Solaranlagen. Wir haben ja MV, soweit ich weiß. Alles andere macht keinen Sinn. Bäh. Genau, ist direkt MV bis nach oben. Was mich aber allerdings wundert, ist bei meinem AKW, bei der Zentrifugenanlage, die ich dort habe, dort funktionieren die Transformatoren ja. Weil die Anlage funktioniert ja und die bekommt ihre Energie nur durch die Transformatoren. Also, ich habe keine Ahnung, warum es hier nicht funktioniert. Vielleicht, weil, wie gesagt, mehrere Stromeinspeisungen. Eigentlich kann ja nicht sein. Weil gerade, wo ich den versucht habe, die Batterie zu laden, da war es ja wirklich direkt nur durch den Transformator. Und auch das hat nicht funktioniert. Also, ich habe keine Ahnung. Warum das nicht funktioniert. Gut, das heißt, wir brauchen noch ein paar MV-Solarzellen, damit wir da richtig schön Power haben.
Und die Dinger brauchen jeweils ein Trafo. Ach ja, die waren ja in der Art teuer. Oh Gott. Ja, die waren. Ja, okay. Die waren doch sehr teuer. Bei. Na, mal gucken, wie teuer das tatsächlich actually ist. Wir brauchen. Also angenommen, ich möchte den jetzt auf 25 hochjagen. Dass wir 25 Solarzellen da oben drauf haben, wofür ja Platz wäre. Rein theoretisch, genau, 5x5. Das würde bedeuten, wir bräuchten noch 22 MV-Solardinger. 22 würde bedeuten. Schieben wir die Uhr mal ein bisschen nach vorne. So. Da wird es gleich hell. So, das heißt, wir brauchen 22 von den Dingern. Also brauchen wir alleine für die, brauchen wir also 22 Mittelspannungstrafos. Das wird leider sehr teuer. Alter. Jetzt weiß ich auch wieder, warum wir nur drei haben. Okay. Ich glaube, wir sollten mal unseren kleinen Bergbaubohrer einheizen. Weißt du was? Wir machen es auch direkt mal. Da brauchen wir aber noch eine Menge Fackeln für. So, Stöcke haben wir eine ganze Menge. Kohle müssen wir auch massig haben. Macht mehr Sinn. Dann räumen wir mal ganz kurz unser Inventar ein bisschen aus. Weil das Ding ist halt so zugeklatscht gerade. Das kriegst du ja in keine. Ne? So, das heißt. Das kommt da rein. Das. Hey, im Kopfsteinpflaster sollten wir woanders gelagert, ne? Da hatten wir ja. Wo hatten wir das? Hatten wir ja alles unten in dem großen Lager, soweit ich weiß. Genauso wie Sand, glaube auch. So, schon ein bisschen leerer. Hä? Danke. Cobblestone haben wir hier. Ach doch, da. So, sieht schon mal alles ein bisschen übersichtlicher aus. Ansonsten. Genau, sonst haben wir hier erstmal nichts. Mal gucken, was wir oben in der Kiste noch drin haben. Fälschlicherweise. Hier haben wir, können wir das jetzt mal reinpacken. Und das. Und du. So, was können wir noch nach unten schmeißen? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Alles andere sieht soweit richtig aus. Okay. Wir haben zwei Blöcke Obsidian. Also zwei Stacks Obsidian. Lol. Warum so viele? So, mal kurz. Also, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich auf alle Fälle.
Das kann ich schaden. Die können ich schaden. So. Da ich nicht weiß, was ich hiermit mache, packe ich das erstmal hier in die Tasche rein. Genauso wie das Geld. Alter, haben wir mittlerweile viel Kohle. Upsili. Wobei, nee, Geld haben wir. Für Geld haben wir doch irgendwo ein Fach. Für Geld hatten wir doch. Ich glaube, das war in meinem Schlafzimmer. Kann das sein? Hier so? Nö. Hallo? Where's my money, bitch? My money. Hä? Ich bin verwirrt. Gut, dann packen wir es jetzt hier rein. Damit wir es ja später wieder suchen. Jetzt war auch kein Geld. Das ist alles, was wir in Geld haben. Okay. Interessant. Gut. Die Sache ist halt, ich weiß nicht. Hier, was waren hier? Achso, genau, hier waren nur, immer nur die Batterien drin. Weil die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob das Ding abgeschlossen ist. Glaube nämlich nicht. Genau, hier ist nämlich gehört Ronny, ne? Also hier gehört Ronix. Das heißt, die Sachen sind abgeschlossen. Aber der Werktisch, der hat nicht so eine Meldung. Das heißt, hier kann man, glaube keine Sachen reinpacken, wo wir nicht wollen, dass sie gestohlen werden später. Wir packen jetzt also erstmal hier mit rein. So. Okay. So. So. Schon sieht unser Inventar wesentlich cleaner aus. Können wir hier ein paar Werkzeuge ablegen? So, und so. Wobei, können wir sicher aber mitnehmen. Vielleicht können wir es gebrauchen, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Wobei wir wahrscheinlich eine Schippe brauchen. Ganz ehrlich. Jutchen, dann würde ich mal sagen, dann geht's los. Die Frage ist, ich würde sehr gerne. Nee, komm, wir bauen unten weiter. Holy shit, Bremse, Bremse. Oh, okay, das war eine gute Bremse. Oh, nicht so schnell. Alter, wie tief das geht. Oh, fuck, Alter. Ja, ich hab die große Mine. Problem ist halt, die ist halt zum Abbau mit dem Werkzeug eher ungeeignet. Ich würde lieber gerne in ein Massiv reinbauen. Also hier zum Beispiel. Was ist denn das hier? Aber weißt du schon? Na, hier so zum Beispiel. In so etwas würde ich gerne einfach irgendwo reinbauen. Ah ja, war schon direkt. Ups. Ach ja, muss ich noch umschalten. So. Jutsche, die Frage ist, in welche Richtung bauen wir? Ich würde mal sagen, hier ist der tiefste Punkt. Hier ist auch direkt wieder. So, und jetzt einfach let's go. Ja, und schon sehen wir nichts mehr. Wird sehr schnell sehr dunkel. Ich mach mal kurz dich am besten direkt daneben.
Können wir mal schon umschalten? Schön viel Material. Wobei es wahrscheinlich am sinnvollsten ist. Oh, guck mal hier. Na gut, ich muss jetzt eigentlich umschalten. Oder ich baue das einfach mit einer normalen Spitzhacke ab. Das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Ganz vergessen, dass die auch relativ schnell ist, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Wobei, ganz ehrlich, Eisen haben wir massig. Eisen abzubauen bringt gar nichts. Was wir eigentlich bräuchten... Ja, was wir eigentlich bräuchten, wäre... Vor allen Dingen halt Kupfer und Kohlenstoff. Na gut, für Kohlenstoff brauchen wir aber tatsächlich doch Eisen und Kohle. Davon haben wir aber zum Glück auch eine ganze Menge. Das werden wir also nicht so schnell brauchen, sondern tatsächlich am ehesten geht uns das Kupfer aus. Von Kupfer werden wir halt scheiße viel brauchen. Und ansonsten hier diese komischen blauen Drähte, aber das ist einfach nur Gummi, davon haben wir auch massenhaft. Ey, dann haben wir eigentlich doch relativ viel. Wir brauchen Mittelspannungstransformatoren und wir brauchen Niederspannungstransformatoren, ne? Nee, andersrum. Hä? Ach nee, wir brauchen nur Mittelspannungstransformatoren. Ach so, und wir brauchen die LV-Solaranlagen und brauchen dafür den Niederspannungstransformatoren. So war das. Okay, da brauchen wir ganz viel Schmiedeeisen. Okay, wir brauchen doch tatsächlich am meisten Eisen. Eisen und Kupfer brauchen wir am meisten. Okay, cool. Das heißt, wie gesagt, dieses Glue haben wir massenhaft. Von diesen Latexbäumen haben wir Milliarden abgebaut. Gut, dann baue ich tatsächlich doch hier. Problem ist halt, es wird ja hiermit halt sehr schnell dunkel. Wir brauchen hier mehr Licht. Ich baue mal doch mit der Spitzhacke ab. Ich glaube mal, das ist hier... Wenn wir speziell schon Quellen haben, die wir einfach nur erschließen wollen, von der Geschwindigkeit her und von der Präzision doch am besten. Alter, das geht alles so schnell hier. Meine Güte. So, da war auch das gute Kupfer. Lass mich raus. Ich glaube, wir sollten uns wahrscheinlich doch am günstigsten hier reinbauen. Das wäre wahrscheinlich fast doch am effektivsten. Das heißt, ich würde erstmal... Warte mal kurz. Na komm, ich baue einfach. Du, ihr müsst weg. Und der Best kann ich hier einfach ziehen. Aber ich sehe schon, ich glaube, das war schon das meiste Eisen.
viel mehr ist hier wahrscheinlich nicht mehr drin zu holen. Hier oben ist noch eine Menge. Mal gucken, was hier. Aber auch hier sieht man das meiste Eisen schon raus. Schade eigentlich. Gut, okay. Dann gucken wir mal hier weiter. Licht. Und. Yeah, Kupfer. Okay, kann man echt sehr schnell sehr große Flächen abbauen. Vor allem, es sieht auch noch schön aus, weil es so schön, schön aussieht. Ne, sie sieht nicht so kahlgeschlagen aus wie hier zum Beispiel oder hier, sondern die sieht halt schön sauber abgebaut aus. Also kann man schon echt dicke Sachen mitmachen. Abgehärteter Bergbau, was? Deine Mutter ist abgehärtet. So. Oh, Akku leer. Verdammt! Tja, jetzt halt die Frage, kann man... Gibt es sowas wie eine mobile Ladestation? Mobile? Nö. Station? Nö. Das heißt, ich muss wirklich immer nach Hause, um das Ding aufzuladen. Weil man merkt schon, wenn man das Ding fordert, dann geht es auch sehr schnell Energie ein bisschen in die Knie. Erstmal hier Licht machen. Tja, vielleicht sollten wir uns doch noch einen zweiten von dem Ding bauen. Gut, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause. Und schmeißt das Ding mal direkt wieder in die Ladestation hier. Dann müssen wir mal gucken. Das Problem ist halt, da brauchen wir halt wirklich sehr viele Diamanten, um noch so ein zweites Ding zu bauen. Und ich habe noch keine effektive Möglichkeit gefunden, nach Diamanten speziell zu suchen. Wohl so in den großen Mega-Höhlen, die haben wir schon weitestgehend. Also da müssen wir wirklich sehr weit suchen. Und die müssen wir dann halt immer erstmal beleuchten, wobei eigentlich nicht wirklich. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal in eine von diesen Mega-Höhlen und guck mal explizit nach Diamant. Haben wir noch so einen Hammer? Ach nee, der ist jetzt drin. Danke. So, das heißt, solange wieder hier jetzt lädt, steigen wir doch mal hinab in die Höhle. Zum Glück überhaupt nicht schnell oder so. Holy shit. So, es müsste hier, genau. Ich gehe mal noch eins weiter runter. Und dann suchen wir mal nach Diamanten. Ich glaube mal, dafür sind Diamanten einfach zu selten. Als dass wir sie mit der Methode jetzt relativ schnell finden, in der Menge, wie wir sie brauchen. Wir brauchen halt 30 Stück. Ne? Und 10 tue ich hier keinen einzigen. Ich
Ich meine, nicht überausgeleuchtet ist, haben wir wahrscheinlich schon andere geplündert. Das heißt, wir sollten eher in unbeleuchtete Bereiche gehen. Und schon haben wir zwei. Yay! Okay. Mal schauen, ob die einzigen Beine. In der gesamten Höhle. Sind die mal einzeln oder was? Ich dachte, die kommen immer als mehrere. Ganz ehrlich, Mithril baue ich auch mal ab, weil das finden wir auch relativ selten. Das können wir aber auch gut gebrauchen. Erstmal hier die beiden mal richtig rum machen. Tja, was wir mal bräuchten, wäre so eine Taschenlampe, ne? Also. Sowas wie eine Fackel, nur halt in wesentlich heller. Okay, so groß ist die Höhle hier gar nicht, sehe ich gerade. Da ist doch schon eine Decke. Wohl. Gehen wir mal lieber wieder zurück in die Haupthöhle, wo auch immer die jetzt nochmal war. Aber wie man sieht, kaum Diamanten. Sehr viel Mesekorn, ja, aber Mesekorn brauchen wir halt nicht so viel. Beziehungsweise, wir haben halt davon halt auch noch eine Menge. Wir brauchen halt wirklich eher Diamanten. Einzige, wo wir nochmal nachgucken können, wäre vielleicht die erste Minimovic, wo wir drinnen waren. Wobei, die hier ist ja auch relativ groß. Wollte gerade sagen, weil die erste Minimo war, also die erste große Mine, die war ja riesig, aber wenn man hier hinten schon am Horizont sieht, die ist halt auch riesig. Tja. Die werden ja nicht kleiner. Sondern eher immer scheiße viel größer. Zweimal Mithril. Cool. Aber wir finden echt häufiger Mithril als Diamanten. Lol. Ja, gut, ich meine, stimmt, man sieht ja auch schon, wie viel Mithril wir in den Kisten haben. Da haben wir schon. Ich glaube, sogar schon weit mehr als ein Stack. Also wir haben eigentlich sogar noch relativ viel Mithril. Und Diamanten haben wir halt kaum was, das war halt gerade mal ein einziger Stack. Mach das mal so hier. Komm ich nämlich mit den. Hier, halt. So hier. Komme ich nämlich mit den Tasten wesentlich besser klar. So, da haben wir einen Minenschacht. Gucken wir mal, ob wir da drinnen ganz viele Diamanten finden. Das wäre mal richtig schnieke.
Da siehst du mir schon mal ein. Auch wenn ich noch nicht sehe. Ach, hier kommt mal rauf. So, hier schon mal nur Blei. Und anderer Scheiß. So, und hier haben wir zumindest einmal Diamant. Oh. Oder auch nicht. So, und wo war der andere, den ich vorhin gesehen hatte? Was ist das hier? Mithril, du bist so wunderbar. Gut, ich würde mal sagen, wir erkunden die Höhle mal. Oh, Eisen. In der nächsten Folge weiter. Denn das könnte noch ein bisschen dauern. Gut, dann, ja, bis zur nächsten Folge. Auf der Suche nach mehr Diamanten. Bis dann.